Was geht, was geht, was geht? So, ich bin mal auf das Spiel Terra gestoßen. Ich hatte das eigentlich schon mal auf dem PC gespielt. Wusste nicht, dass es auch für die PS4 gibt. Freue mich umso mehr, dass ich es jetzt zocken kann auf der PS4. Und ich habe richtig Bock. Echt. Katze dreht auch schon wieder durch. So, Sounds sind da, wunderbar, perfekt. So, falls euch das Spiel gefällt und die Aufnahme natürlich auch, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Ja, und dann gehen wir mal rein in die Eule. Hä? Krass. Alles wie beim Alten, Dash und. Läuft. Ich hab Bock. Ich hab ihr richtig Bock. Verwirrt, Kind. Ich hatte heute schon mal einen Bogenschützen auf Level 10, 12 hochgespielt. War aber nicht so begeistert von der Aufnahme, weil der Sound viel zu laut war. Und jetzt mache ich es halt nochmal. Ne? Damit ihr einen kleinen Eindruck habt, was das für ein Spiel ist. Also, wie gesagt, es ist ein MMORPG. Seid gegrüßt. Sämtliche Klassen, Heilerklassen, Tankklassen und. Also, es ist für jeden was dabei und es ist free to play. Es ist free to play und das ist das Geile daran. Habt ihr zu tun? Ich hab Bock, echt. Es ist eine mega geile Abwechslung. So, wo soll ich hier hin? Hallo? Nett euch der Puppe. Ach da. Susu! Es geht. Susu. Alles klar. So. Ja, wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, ganz ehrlich, ladet es euch runter. Erwachsene sind doof! Die Steuerung ist okay. Also auf der PS4 ist wirklich okay. Ich kann es nur empfehlen. Und es macht Spaß. Oh, man muss ein Gras hier einsammeln. So, die Anfangsquests halt, ne? Jeder, der von euch WoW gespielt hat, müsste es kennen. Ah, geht das wieder los hier? Nadel und Faden. Herstellen. So, wollen wir wieder zurück. Dashen und alles, das ist cool. Und mir gefällt's. Ascha, nicht weinen. Entspann dich mal, bitte. Spiel mit Ascha und Susu. Susu ist der kleine Teddybär. Das ist ihr cooler Freund. So. Die Fight mit den Gegnern ist auch cool. Also, das hat was. Also wie gesagt, dafür, dass es Free-to-Play ist, kann man da nichts zu sagen. Empfehlenswert, sag ich mal. So, Level Up. Wir haben eine neue Fertigkeit. Roundhouse Kick. Erlernen. Kostet 37 Kupfer. Ganz schön teuer. Wo haben wir den? Ernst. Bam. Boah, krass. Sucht ihr mich? Wollt ihr ja spielen? Ja, warum nicht? Achso, L2. Läuft. Also wirklich, das. Die Klasse kenne ich noch nicht. Aber. Ist schon Wahnsinn. Hat was. Geil, also wirklich. Für alle MMOPG-Liebhaber, sag ich mal, ist das echt. Wie? Was? Nice. Ist es wichtig? Und grafisch auf der PS4 muss ich sagen, auch der Hammer. Also wirklich. Ja.
dashen hier. Boah. Brody. Da hat er gekriegt. Achso, wir müssen da hinten hin. Die Reittiere, also beziehungsweise, ich glaube mit Stufe 10 oder so, wenn ihr in die Großstadt kommt, gibt es auch ein Pferd. Das ist auch ziemlich geil, weil wenn du am Questen bist, hast du ja keine Lust, die ganze Zeit nur durch die Gegend zu laufen. Deswegen, das ist schon ziemlich gut. Ein übel riechender Schlammhaufen. Den wollen wir mal observieren. So. Jawohl. Immer rein damit. Ich finde das Spiel top. Echt. So, was sollen wir? Erstattet Immunbericht. Dann tun wir das, ne? Auch mit der Steuerung, das ist optimal gemacht, finde ich. Ist machbar alles. Ist das richtig? Wir haben Stufe 3 erreicht. Inventor. Ja, moin. Ja, das kenne ich doch schon. Ach da. Fäuste. So. Ich spiele halt einen Nahkämpfer jetzt. Das ist sowas ähnliches wie von WoW der Mönch. Der Mönch war meine Lieblingsklasse. Deswegen feiere ich die Klasse hier so abnormal. Kann ich euch behilflich sein? Ich hoffe, ihr werdet auch so einige kleine Heilfertigkeit kriegen. Was führt euch her? Das würde ich gut finden. So, Ascha. Ja, moin. Folge. Ja, komm. Wollt ihr spielen? So? Ja, komm. Spielen wir fangen, oder? Lauf. Komm, soll ich die Huckepack nehmen? Oh, jetzt geht's wieder in den Tunnel. Dass du da überhaupt rein darfst, Ascha. Das geht gar nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist doch viel zu gruselig für dich. Boah, geil. Ah, genau, Saufgefäß, ist klar. So hat sie auch mitgenommen. Schön. Erdbeben, was ist los? Oh mein Gott. Bring, bring. Oh, hallo. Hi. So, Fertigkeiten. Schlaghagel. Verprügelte Gegner. Konstitution erhöht eure Ruhe. Probieren wir aus. Boah, Digga. Oh, Was ich cool finde hier mit den Kombos, also. Das hat schon was. Bring. Na? Kann ich helfen? Das ist heftig. Mach kein Auge, Brudi. Ja. Kombos, die sind der Hammer, echt. Das hat schon was. Also ich muss auch sagen, hier ist das schon ziemlich gut, ein Fernkämpfer, Fernkämpfer, genau. Ich find's gut, einen Nahkämpfer zu spielen. Boah, guck's euch an. Wächter, hilf dir! Wieder moin.
Okay. Ah. Jawohl, das läuft. Boah, jawohl. Hey. Immun! Du musst mit reden. Wie? Was? Danke. So, können nichts Neues erlernen. Drücke, um Konter gegnerischen Angriff einzuwenden. Alles klar. So, Bossfight. Wo war der? Okay. Brudi, was geht ab? Ja. Gegen den kann man leider nicht gewinnen. Ey, ey, ey. Ah, genau. Jetzt kommt der Stachel und dann sind wir betäubt. Und er. Seht selbst. Oh. Nein. Warte, Bestie. Dieses Wesen hier verfügt nicht über den allmächtigen Blick. Ich? Ich find schon. Ich kann schon ziemlich böse gucken. So ist das nicht. Das ist der Hammer. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. So. Kann ich euch behilflich sein? Na klar. So. Geht es um Geschäftliches? Vielleicht. Fertigkeit. Hakenregen. Teilt eine Reihe von Kinnhaken aus, während ihr euch in der Luft erhebt und wieder herunterkommt. Erhöht eure Wut. Ist geil. Also, ich bin jetzt schon begeistert von der Klasse. Und ja. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. So. Hallo. So, wo haben wir die? Ah, krass. Das ist heftig. Das ist mega geil. Echt, Leute. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich echt freuen. Weil das, was wir hier machen, das ist der Wahnsinn. Echt. Was gibt's, Kind? Einiges. Wie läufst du denn? Brudi, soll ich dir helfen? Ne? Okay. Oh, was? Das ist mega. Die Combo ist Hammer. Ascha. Hm? Ist da jemand? Vielleicht. Wie kann ich helfen? Ja, weiß ich nicht, Brudi. Sprech mit Ascha. Ach, da bist du doch. Habt ihr meine Freunde gesehen? Nee, ich bin noch dein Freund. Ich bin noch da. Das ist Melma. Oh, Melma, du siehst gar nicht gut aus. Warum liegt hier ein Toter? Erklär mir doch mal.
Hier liegt auch ein lebloser Körper. Soll das so? Brody, nicht weinen. Alles wird gut. Hallo? Bleib stehen. Hey. Wir haben nichts, alles klar. No. Ja. Ich würde ja gerne mit ihr sprechen. Nur läuft sie von mir weg. Hey. Hey. Wo sind denn alle? Ich weiß es nicht. Wolfi! Gib mir dein Gold! Hallo! Ist schon mega geil. Echt, das ist der Hammer. Komm, die hau ich auch noch kaputt. Hallo. Kann ich helfen? Noch ein bisschen mehr Polen hier. Soll er geizen. Haben wir's? Brudi, ich hab keine Zeit. Ich muss weiter. Du kommst mir. Ist das dein Ernst? Du willst unbedingt, ne? Ja. Level up. Zwei Fähigkeiten. K.O.-Schlag. K.O.-Schlag. Boah. Mega gut. Erst Leute. Essen, dann arbeiten. Okay. Hm? Erst essen, ist dann da arbeiten. Jemand? Okay. Da. Okay, du machst das schon. Okay. Die wollen nicht. Jetzt. Eins. Zwei. Und drei. Guckt euch mal den Baum an. Das ist der Lebensbaum, Leute. Braucht ihr Hilfe? Ich kann es euch auch so sagen, wie es ist, wenn ihr das Spiel spielt und Lust habt, vielleicht irgendwie eine kleine Gilde aufzumachen, können wir das gerne zusammen tun. Dann schauen wir mal, was wir so wegreißen können. Was kann ich euch sagen? Checkt auf jeden Fall auch gerne meine anderen Videos ab. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hier gibt es eigentlich so gut wie fast jeden Tag, sag ich mal, einen Stream. Und Sieg für Valkyon. Okay. Was kann ich euch sagen? Stream und ich hab Bock. Ich liebe es zu zocken, Leute. Ich hoffe, ihr teilt das mit mir. Sagen wir es mal. So. Nichts Neues. Bla bla bla. Gilde, Post. In der Post haben wir nichts. Okay, gab's nur einmal anscheinend. Halte gedrückt und stell damit eine Kameraentfernung ein.
Auch nicht schlecht. Das gefällt mir sogar irgendwie besser, muss ich sagen. Hallo. Boah. Das hat so Schaden des Todes gemacht. Boah. Ist nicht schlecht. Ich finde das so besser. Haben wir so wenigstens noch ein bisschen Überblick, was hier so außerhalb passiert. Helf dir mal. Ah ne, machst du schon alleine? Mensch, du bist ja gut. Gut. Gut, gut. So. Für die Föderation. So. Alle für einen, einer für alle. Hast du recht. So, Ring und Ring. Was haben wir hier so? Tränke. Brauchen wir nicht. Avatar-Waffen, okay. Ist auch cool, also man kann für Echtgeld kann man sich Avatar-Waffen kaufen. Genauso wie Reittiere und so. Also so Skins und sowas halt, ne? Also für Leute, die daran interessiert sind, warum eigentlich nicht? So. Gleich wird's traurig. Sorry für den Spoiler, aber es ist nochmal so. Ah, da einen Punch gekriegt. Ist auch ein? Musst du nicht so ausrasten, Mäuschen. Nicht so eskalieren, ja. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Und schon wieder ein lebloser Körper. Digga, entspann dich. Alles klar. So, haltet nach Declan Ausschau. Alles klar. Irgendwo da hinten ist der. Oh Leute, Entspannung macht sich bemerkbar. Oh ne, da hinten ist er. Ist schon geil. Also grafisch und so ist das schon Sahne. Alles klar, Brudi. Der hat mir nur richtig mies gegeben. Geil. Ich liebe es. Und ich hoffe, ihr habt mindestens halb so viel Spaß wie ich. Nein, ihr sollt natürlich genauso viel Spaß haben. Ist ja klar. So. Leuchtpistole. Inventar. Was für eine Leuchtpistole soll ich machen? Ah. Geil. Stufe 10. So schnell geht's. Wüten. Stimmt, es ist von einem Gegner zu und teilt eine Reihe von vernichtenden Schlägen aus. Schlägt den Gegner in die Luft und wehrt Angriffe von vorne ab. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Wo haben wir den denn?
Ja, wenn ich wüsste. Hä? Ja, moin. Sie sehen Sie nichts? Ehrlich? Und das mit dem Anstürmen, das würde ich gerne sehen. Wo ist denn das? Hallo? Tempel! Warum mal ein Tempel? Oh, mal gucken. So, Fertigkeiten. Das will ich nochmal sehen. Geschickte Fußarbeit, wüten. Wutfertig. Ach so. Bei einer bestimmten Wut. Ah, okay. Verwendete Wut 3000. Alles klar. Susu! Warum bist du so allein? Oh, allein dieser Teddy, der ist so süß. Das war das reinste Kinderspiel. So witzig ist das gar nicht. Kann mich jetzt noch aufhalten. Doch, ich. Ascha! No! Ich rette dich. Ascha, where are you? Ah, gleich geht das hier richtig zur Sache. Ja, moin. So, komm mal her. Das dauert mega lange, bis man die 3000 Wut raus hat. Oh, obwohl. Achso, ich hätte die andere Fähigkeiten. Yo. Ja, was? Was ist das für eine Kombi? Udi. Das ist nice. Das ist nice. Hey. Kannst du nur sowas oder was? Oh, wir haben die Wut voll. Sieg für Valkyon! Valkyon! So mal ins Herz des Kummers. Oha, da steht er schon. Da ist er schon. Moin, moin. Thank you.
krasser Stachel wieder. Ich muss sagen, ich habe es ja vorhin mit dem Bogenschützen gespielt. Ich fand es mit dem Bogenschützen mega schwer. Weil du die ganze Zeit moven musst, schießen, moven, schießen, moven, schießen. Aber das war ja... Das war mega geil. Ascha! Sterben. Mein Herz sieht euch. Immer. Traurig. Das ist echt traurig. Ich werde dich rächen, Ascha. Ich werde dich rächen. We can do this. Oh, das nehmen wir mit. Sieg für Valkyon. Da wird einem schlecht, wenn man sieht, wie der Erdbeben sich hier breit macht. Oh. Ja, was passiert jetzt mit Susu? Was passiert mit dir? Kann ich euch behilflich sein? Vielleicht. Kommt zur Sache! Ja, hallo. Was kann ich euch sagen? Wie es dir so geht. Zum Beispiel? Trotz aller Bemühungen blieb den Argonen die Kraft des Baumes verwehrt. Zufrieden damit, dem göttlichen Blick ein Ende bereitet zu haben, zogen sie sich zurück. Sie vereinten ihre Streitkräfte, um ohne jede Vorwarnung anzugreifen. Die Valkyon-Föderation versammelte all ihre Völker, um dem feindlichen Heer gemeinsam entgegenzutreten. Mehr denn je braucht sie jetzt unerschrockene Kämpfer wie euch. Wie wir. So wollen wir die Welt besser machen, oder? Sieg für Valkyon! Ja, Sieg. Inventar. Uiuiui. Ui. Hier ist was los. Öffnen, Schlüssel, verdauen, verschiedene Verwahrungs. Okay. Achso, ja, das kenne ich schon. Da. Ja, moin. So. Oh, neue Fäuste. Jetzt geht er ab. Leute, jetzt geht er hier ab. Sprech mit Obi los. Wo bist du denn? Ach, da. Ich lausche eurem Wort. Das hört sich an. Orbelos hört sich an wie ein Männername. Warum ist das eine Frau? Das verstehe ich nicht. Das Glück ist uns hold. So, da müssen wir hin. Ja, für 10 Silber kann man es machen. Oh, Pegasus, flieg! Flieg, Pegasus. Ja, moin, ich habe endlich den EP-Balken gefunden. Der ist ja ganz unten. Sehe ich zum ersten Mal. Auch nicht schlecht. Blind, ne? Man kennt ihn. Na moin. Velika, Umland von Velika.
Schaut euch mal die Landschaft an, das ist der Hammer. Der ist nicht schlecht, ist gut gemacht. Muss man sagen. Hallo, da kam mir einer entgegen. So. Jetzt sind wir in der Großstadt. Also die Leute, die WoW kennen, ich glaube Sturmwind ist lang nicht so kompliziert wie diese Stadt. Oh, wir sind da. Hallo. So, mit dem sollen wir sprechen hier. Braucht ihr Hilfe? Mit Troius. Danke. Braucht ihr Hilfe? Ja, unterstützen, ja. Jetzt haben wir was Neues bekommen. Ja, verzaubert, verwendet den Boni. Ja, alles klar. Für die Rüstungsverzauberung. Guckt euch das an. Wir haben einen Pony. Wir haben einen Pony! Was geht ab? Geil! Kann man hier... Ah, geil. Helferin und Helfer. Alles klar. So. Wollen wir nochmal die andere Quest davon abgeben? Miau. Boah, das leckt aber hier, muss ich sagen. Boah, Leute. Wow. Schön langsam. Das muss ja erstmal alles laden hier. Das passt mir so gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Möchtet ihr was von mir? Gerne. Danke. So. Neue Fertigkeiten. Bebende Erde. Schlag dreimal hart auf den Boden. Wollen wir lernen? Vergeltung. Wollen wir lernen? Interpretiert euch. Achso. Hochstufen, Hochstufen, Hochstufen. So. Was haben wir jetzt hier? Ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist die Beraterin. Wie kann ich helfen? Die ist wichtig. Trefft euch mit Kommandant. So, ja. Herr Kommandant. Darf ich reinkommen? Stormhunter. Also das ist schon ein heftiger Name hier. Kommandant. Servus. Für die Föderation. Saja. Oh, da hat auch schon was weggesteckt mit seinem Gesicht, mit seinem Namen im Gesicht. Okay. Velika, Stadt der Räder. Hauptstadt der Valkyon-Föderation und Bastion der Zivilisation auf dem Kontinent Arun. Hier sind wir versammelt. Menschen, Hochelfen, Amani, Baraka, Kastana, Popori und Elin. Und trotzen unserem gemeinsamen Feind, den Argonen. Jenseits des Meers in Shara kämpfen unsere Armeen, um die argonische Gefahr aufzuhalten. Fürs Erste. Doch die Argonen sind bei weitem nicht die einzige Gefahr. Seit wir an der Argonenfront kämpfen, werden die Monster hier immer dreister. Sie plündern ganze Städte. Wir müssen die Heimatfront stabilisieren.
Wir sind zu wenige, um sie aufzuhalten, aber wir hoffen, dass euer jugendlicher Kampfgeist das wettmachen wird. Wer weiß, vielleicht seid ihr der nächste Elion. Bei Velik. Wir brauchen einen Helden wie euch. Ja. Ein Helden? Wie wir. Ihr scheint verwirrt, Kind. Hört sich noch Spaß an. Alle reden von euren Leistungen auf der Insel der Dämmerung. Gute Arbeit, aber werdet nicht übermütig. Ab sofort seid ihr im aktiven Dienst. In ein paar Wochen werdet ihr euch danach zurücksehnen, auf der Insel der Dämmerung Ferkel zu jagen. Was habt ihr erwartet? Eine Parade? Diese Jugend heutzutage. Abtreten! Ich kann den Gestank von Ferkel nicht mehr ertragen. Scheint ein richtig sympathischer Typ zu sein. Legt Wert auf die Pflicht, nicht auf den Ehrgeiz. Sieg für Valkyon! Ja. Sieg für Valkyon. Sprecht mit dem Flugmeister. Wollen wir das mal tun? Haben wir was Neues? Wow. Ist nicht schlecht. Laufen wir noch mal zum Flugmeister. Hallo. Es sind ziemlich viele Leute on, muss ich sagen. Boah, es laggt so. Mal kurz stehen bleiben. Texturen laden. Und weiter geht's. Wow. Und ein Dino. Ich will auch ein Dino. Oh, egal, ich habe einen Pony, das reicht mir erstmal. So. Das ist krass. Sieht schon echt gut aus. Wo denn? Ah, ich hab Post. Okay. Inventar. Kann beim Tod zerstört werden. Alles klar. Oh, ich bin falsch gelaufen. La 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 la. Ich liebe es. Echt. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich. Ja. Da wären wir. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen, schönen Tag. Und hoffe, dass ihr auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und checkt gerne meine anderen Videos ab. Lasst ein Abo da, Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst gerne für Spiele sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.